Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen des Planeten Erde und auch aus dem Weltall, die hier wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, wir catchen up bei Naomi John. Das sollte rein theoretisch nach meinem Wissensstand, der meistens etwas beschränkt ist leider, der letzte Song sein, auf den wir noch gewartet haben quasi. Dann haben wir, glaube ich, alle abgehakt. Correct me if I'm wrong. Wir haben aber auf jeden Fall noch, ich glaube, zwei Acoustic-Versions of Songs. Auf jeden Fall einmal von Naomi. Ich glaube noch von einem anderen. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir noch von ihr abchecken sollen, weil ich möchte gerne alles abgehakt haben quasi und ich bin sehr excited. Ich glaube, der most listened Song von mir, von Naomi, ist actually auch Naomi. Den habe ich am allermeisten gehört und ja, jetzt freue ich mich drauf. Wir haben On Our Own. Das sollte, glaube ich, der zweitneueste sein, ja. Ich bin super gespannt. Ich erwarte wieder ein richtig krasses Musikvideo. Ich erwarte wieder, guten Gesang und eventuell auch wieder eine Melodie, die mir im Kopf bleiben wird, ja. Ich freue mich sehr drauf. Wir hören rein. Wer Naomi nicht kennt, Naomi John ist eine deutsche YouTuberin, die aber auf Englisch, hauptsächlich glaube ich zumindest, Content dreht. Und ja, die macht eigentlich das, worauf sie Bock hat, würde ich sagen. Das beschreibt sie am ehesten. Macht sehr viel auch mit Make-up, aber eben auch sehr viel, worauf sie Bock hat. Viel Essen, Tasting-Videos, etc. Und ja, macht das, worauf sie Bock hat. Das würde ich sagen. Und sie mag Avocados gerne. Okay, jetzt würde ich sagen, freue ich mich. Avocados, Digga. Brokkoli. Holy shit, wie kann ich denn Avocado und Brokkoli verwechseln im Kopf? Ich freue mich drauf. Let's go. Walk out the door at 2 a.m. Cute face, new lace, better watch your man. Don't bark at me, keep him on a leash. Okay, ich muss sagen, ich mag die Attitude. Erstmal, ey, es kann nicht sein, es kann doch nicht wahr sein. Wir sind gerade mal bei 18 Sekunden. Wir haben das zweite Outfit. Wir haben erstmal dieses Orangene. Holy shit, diese Brille ist schneller als mein Leben. Ich sag's euch doch, wie es ist, ja. Look at the nails, würde ich sagen. Ich bin noch im Englisch drin, holy shit. Guckt euch die Nägel an. Das ist wirklich insane. Ich liebe den Vibe, wie sie lang geht. On our own. Sie geht rein, alle gucken sie an. Sie owned den Place. Und als nächstes sehen wir sie einfach als Figur in einem Springbrunnen. Sieht sehr geil aus. Wow, okay, wow. Holy, das ist eine Mischung aus der Freiheitsstatue und Wonder Woman. Oh mein Gott. Hey boy, you should know your face. Mirror, mirror on the wall. Who's the baddest bitch of all? Oh, I love it. Das war gut, Mann. Das war strong. Ey, das war nice. Mirror, mirror on the wall. Who's the baddest bitch of all? Und dann sehen wir da den Spiegel. It's me. Nice, Mann. Das sieht strong aus. Das Einzige, ich muss sagen, hier... Das finde ich nicht, das sieht nicht so nice aus, in my opinion, der Background hier. Man sieht halt, dass es Greenscreen ist und ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so. Ansonsten bin ich sehr, 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 sehr ästhetisch ansprechende Videos von ihr gewohnt. Und das ist das Einzige, was gerade so ein bisschen den Stil bricht für mich. Das Outfit ist natürlich nice und auch das Make-up, darüber brauchen wir nicht reden, ja. Aber das ist das Einzige, was mir gerade so vielleicht ein bisschen negativ aufgefallen ist. Okay, ich mag den Moment zwischen den beiden quasi gerade so. Ich liebe diese Betonung in the walk, wenn so dieses Kraftvolle, so ein bisschen dieses Freche noch ein bisschen rauskommt. Oh, ich mag den Beat aber auch. Wow, okay, also gesangstechnisch ist das sehr, sehr stark. Oh, das kennt mich irgendwo her. Oder dieses... Das kommt mir bekannt vor. Oder vielleicht habe ich es auf TikTok gehört, falls es auch mal ein bisschen bekannterer TikTok-Sound war. Oder ist das aus einem anderen bekannten Song? Das kenne ich aber irgendwoher.
Okay, also dann zum Refrain muss ich sagen, ich finde ihre Stimme sehr, sehr angenehm. Ich mag die Melodie danach, dieses Aber ansonsten ist das auf jeden Fall nicht der beste Refrain von ihr, in my opinion. Da hat man dieses gewisse Extra vielleicht noch gefehlt. Dieses kleine gewisse, dieses so ein bisschen, wenn man sich Rührei macht. Dieser Schnittlauch. Der hat gefehlt. Ganz kurz, Rührei muss Schnittlauch bei, drauf, drüber, drin sein. Meine Freundin mag kein Schnittlauch. Ich weiß nicht, was da los ist. Das war schon fast ein Trennungsgrund. Schnittlauch, Junge. Ich finde, das ist so ein Bossy-Move, wenn man so sitzt als Frau irgendwie. Das zeigt direkt Boss. Das zeigt direkt Boss. Wisst ihr? Ich weiß nicht. Ich fühle das so. Krass. Ganz kurz hier nochmal. Another Hair im Make-up, es ist wirklich krass. Auch ihre Outfits immer, die sind teilweise ja auch custom-made. Das ist ja das Krasse. Und auch hier, ey, crazy. Gib mir direkt irgendwie so Harley Quinn-Vibes. Aber sonst so diese Melodie vom Track mag ich. Wisst ihr, hier fehlt mir so ein bisschen was Besonderes noch. So ein bisschen so. Der Übergang war richtig smooth. Der war richtig nice, der Übergang. Holy. Den habe ich sehr gefühlt. Man muss halt nicht drüber reden, dass die Visuals einfach super, super satisfying to watch sind. Alle Sets sehen amazing aus. Die Outfits sehen amazing aus. Das ist halt bei Naomi schon ganz krass immer, ne? Da brauche ich nicht drüber reden. Holy. Da habe ich so Respekt vor, ne? Vor so einem guten Produkt am Ende. Ey, cool. Schön, schön, dass der Spaß nicht verloren geht bei der harten Arbeit. Ey, geil, Mann. Holy shit. Okay. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, in der Hook hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Es hat mir so ein bisschen Spice noch gefehlt. Da war die Melodie danach war gut, dieses was ich irgendwie auch schon kannte, habe ich das Gefühl gehabt. Aber so in ihrem Part hat mir so ein bisschen was noch gefehlt. Ich weiß auch leider nicht genau, was es war. Ein bisschen was hat mir gefehlt, so ein bisschen Würze vielleicht noch. Aber ansonsten gewohnt stark. Wird jetzt nichts sein, was bei mir so dauerhaft gehört wie Naomi, weil dafür war es für mich zu uncatchy, würde ich sagen. Und hat nicht so 100% meinem Vibe entsprochen so. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr starker Song und ey, gerade so gesanglich hat man nochmal gehört, was sie einfach drauf hat. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden weiterhin alles von ihr begleiten. Gerne auch aktuelle Sachen, wenn wieder was rauskommt. Da freue ich mich drauf und wir haben, wie gesagt, noch eine Akustikversion, glaube ich. Und ansonsten, ich habe halt einfach vor dieser Produktion immer einen Heidenrespekt, ja. Ja, ich habe gerade jetzt erstmal mein Leben, glaube ich, Heidenrespekt gesagt, aber ich habe wirklich ganz, ganz großen Respekt vor dem Musikvideo. Das sieht so gut alles aus. Allgemein, es ist alles self-made. Da ist kein großer Konzern, das ist alles independent, so wisst ihr. Und das ist ganz, ganz krass. Und allgemein auch als Deutsche das so aufzuziehen, ist auch super, super stark. Deswegen nur Respekt und nur Liebe an Naomi. Ich freue mich sehr auf weitere Musik von ihr. Die werden wir auf jeden Fall zusammen begleiten. Ich hoffe, Freunde, ihr habt einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt alle einfach so fresh und gut aussehend wie immer. Da macht ihr nichts falsch. Wir sehen uns und ja.